Am 26. August erwartet die Sportwelt ein Gigantenduell im Boxring. In Las Vegas treffen im Kampf des Jahrhunderts Käfigkämpfer Conor McGregor und Boxweltmeister Floyd Mayweather aufeinander. Eine wilde Auseinandersetzung der Prügelgiganten ist garantiert. Doch bereits im Vorfeld wird heftig ausgeteilt, hier allerdings nur verbal. 11.000 Fans kommen zur ersten Pressekonferenz. Geboten bekommen sie Trash der Extraklasse. Floyd Mayweather eröffnet Runde 1 und hält einen Scheck hoch. Ich habe 100 Millionen Dollar bekommen, muss dort nicht einmal rangehen. McGregors verbaler Kinnhaken folgt. Zahl lieber deine Steuern. Mayweather kontert. Du hast recht. Ich bin die Steuerbehörde IRS und ich versteuere deinen Ass. Für den Megafight soll Mayweather Schätzungen zufolge mindestens 100 Millionen US-Dollar kassieren, McGregor mindestens 75 Millionen. Der ehemalige Box-Champion Mayweather soll in seiner Karriere über 700 Millionen verdient haben. Sanftere Töne schlägt der 40-Jährige, der nur für diesen Kampf im August in den Ring zurückkehren wird, nur vor den Journalisten an. Der Linksausleger aus Michigan erklärt: Ich denke, es ist ein großartiges Erlebnis für den Boxsport und die MMA. Es wird jedenfalls ein spannendes Aufeinandertreffen. Ich bin sehr glücklich, dass wir zusammenkommen können und dass dieser Kampf stattfinden wird. Alles andere als die feine englische Art packt dann sein irischer Kontrahent aus. Er kommt in diesem verdammten Trainingsanzug. Er kann sich nicht mal einen Anzug leisten. Er kann nicht mal einen Anzug leisten. The Rolls is at 2012. Aber er ist out und er ist beschissen. Anders kann man es nicht sagen. He is fucked. Seine kurzen Beine, seine kleine Seele und sein kleiner Kopf. Ich werde ihn nach 4 Runden ausnocken. Erinnert euch an meine Worte. Sprach's und ließ sich den Kaugummi schmecken. Der 1,75 Meter große Mann aus Dublin erscheint im Nadelstreifanzug und Einstecktuch. Mit einem Detail. Denn die Streifen sind beim genaueren Hinsehen gar keine. Es steht dort mehrfach klein "Fuck you" geschrieben. Der 28-jährige Mixed Material Arts Kämpfer kann Kritik seitens professioneller Boxer im Kampf nicht nachvollziehen. Offenbar wollen sie das nicht. Sie denken, das wäre das Ende des Boxsports. Aber ich werde der neue König des Boxens sein. Das ist es. Dann müssen auch die Kritiker damit leben. Sein 1,73 Meter großer Herausforderer gibt sich gewohnt selbst und siegessicher. In der Welt des Boxens kann alles passieren. Vor allem beim Kampfsport. Alles ist möglich. Ein Schlag reicht und alles ist vorbei. Ich kann Conor McGregor nicht beachten. Ich bin mir sicher, dass er Angst vor mir hat. Ich warte jetzt einfach, Tag für Tag. Ich gehe ins Fitnesscenter und arbeite. Ich bin noch nicht so wendig, wie ich gern sein möchte. Ich zeige noch nicht die Schlagkombinationen, die man von mir gewohnt ist. Aber ich kann versprechen, dass es ein faszinierender Kampf wird. Es wird sehr, sehr spannend. In Topform agiert Mayweather bereits mit seinem Mundwerk. Auf der Bühne posaunt er: Ich bin ein alter Mann. Ich bin nicht mehr der, der ich vor 20 Jahren war. Ich bin noch nicht mehr der Kämpfer, der ich vor 10 Jahren war. Und auch nicht mehr der, der ich vor 5 Jahren war. Ich bin noch nicht der Kämpfer, der ich noch vor 2 Jahren war. Aber ich bin mir ganz sicher, ich bin noch immer gut genug, um dich zu besiegen.